Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video der Serie Q&A für die Wirtschaftsakademie Wien. Mein Name ist Sabine Stöckler und ich bin seit einiger Zeit für den Immobilienbereich zuständig und freue mich mit euch heute das erste Video im Bereich Facility Management zu starten. Als erstes habe ich mir überlegt, näher zu erläutern, was ist Facility Management genau. Und im Daniel Böhnham nach der Definition Böhnham EN15221 wird unter Facility Management Integration von Prozessen innerhalb einer Organisation zur Erbringung und Entwicklung der vereinbarten Leistungen etc. verstanden. Unsere Professorin, die Frau Embacher, hat Facility Management folgendermaßen beschrieben: FM ist ganzheitliches Management der Immobilien und der immateriellen Infrastruktur einer Organisation mit dem Ziel der Verbesserung der Produktivität des Kerngeschäfts. Facility Management ist ein interdisziplinärer Ansatz, der die Bereiche Technik, Ökologie und Recht verbindet. So, wirklich das zu definieren ist gar nicht so einfach. Jeder nutzt den Begriff, aber was beinhaltet die Managementleistungen genau und was steckt wirklich hinter dem Berufsfeld des Managements? Wenn man sich die Bereiche Facility und Management näher anschaut, unter Facilities versteht man Anlagen, Einrichtungen, Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Management, das ist mir auch klar, ist die Verwaltung, Leitung, Geschäftsführung und Kontrolle gemeint. Wenn man die beiden zusammen verbindet, ist schon einleuchtender, was Facility Management eigentlich wirklich bedeutet, weil es zusammen bezeichnet die Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen. Betrifft jetzt nicht das Kerngeschäft, sondern den Sekundärprozess. Wenn man weitergeht, der Leistungsumfang, wenn man es unterteilt in technische, infrastrukturellen und kaufmännischen Bereich, gibt es zum Beispiel Überwachung von technischen Gebäudeausrüstung, TGA, Organisieren und Beauftragung von Gebäudedienstleistungen, Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und noch viel, viel mehr. So viel zum Leistungsumfang. Ja, jetzt der Aufgabenbereich. Was macht denn Facility Management? Ja, das ist ziemlich umfangreich. Es beinhaltet nicht nur technische, sondern auch administrative Aufgaben und geht immer mehr in den Bereich Nachhaltigkeit, Ressourcennutzung und Energiemanagement. Ein wesentlicher Punkt: Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Facility Management, Hausverwaltung, Property Management? Was ist das genau? Property Management kann man so zusammenfassen: Ist eigentlich die Immobilienverwaltung, Mietverwaltung, beschäftigt sich mit der Auswahl und der Betreuung der Mieter, Ausformulierung von Mietverträgen, Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, ist der Ansprechpartner, als Ansprechpartner Behörden und der Mieter zur Verfügung. Das sind eigentlich für die direkten Verwaltungsaufgaben der Immobilien zuständig im Vergleich zum Facility Management. Nicht allein nur die Verwaltungsaufgaben. Ergänzend zum Property Management zu nennen, die Objektziele werden mit dem Arbeitgeber zuerst festgelegt und bestimmt, eine Strategie dahinter, wie zum Beispiel Leerstand, wie man damit umgeht, die Auswahl der Mieter, also ganz konkrete Zielvorgaben seitens des Arbeitgebers. Dann ist ganz wichtig, natürlich die Einnahmen und Ausgaben darzustellen, regelmäßig zu kontrollieren und zu analysieren. Und im Vergleich zum reinen Facility Management ist das Management die Funktion der Immobilie sicherzustellen. Also sind Tätigkeit für die Herstellung und Erhaltung der Funktion der Immobilie und ist natürlich viel weitreichender als Beruf des Hausmeisters, sondern auch Managementaufgaben und die wirklich eine reibungslose Nutzung der Immobilie gewährleisten. Genau. Als nächsten Punkt habe ich mir anhand des Nachrichtenforums ausgesucht, ein Thema, das uns natürlich alle beschäftigt, die Pandemie und die Herausforderungen und Chancen, die sich für im Facility Management in Zeiten von Corona dargestellt haben.
Also ich habe einen ganz tollen Bericht von Bühnendonk und Rossfelder gefunden aus Deutschland. Die haben 10 Facility Manager große Firmen interviewt und das sehr gut zusammengefasst und haben dort folgende Herausforderungen und Chancen aufgezeigt und haben für Facility Management das New Normal Liste geschrieben. Die Herausforderung als Facility Management, natürlich ein großer Punkt, wie geht man damit um, nach Homeoffice wieder die Tore zu öffnen, den Restart zu organisieren bei Büroflächen oder Umgestaltung von Räumlichkeiten und wie kann man Abstandsregeln gewährleisten, Hygienekonzepte, Belüftungssysteme, die Vorgaben der Regierung umsetzen, Erhöhung der Reinigungsintervalle, geeignete Konzepte, Umorganisation von Arbeitsabläufen etc. Natürlich sehr, sehr viel angefallen und eine große Herausforderung an Facility Manager, Dienstleister, aber natürlich auch Chancen. Zum Beispiel bei Wiederinbetriebnahme betreffend zum Beispiel bei einem Hotel nach einer kleineren Stilllegung die Problematik, die Wasserleitung, können sich Hygienen bilden, so ist natürlich alles im Hinterkopf zu haben und das dann dementsprechend vorzubereiten. Also nicht nur Anbringen von Schildern und Aufstellen von Trennwänden, natürlich auch sehr, sehr wichtig, Umgestaltung von Räumen. Und da haben sich auch dann viele Facility Manager auf spezialisiert und diese Chance ergriffen. Natürlich ergeben sich durch Homeoffice und Großraumbürosgestaltung jetzt einige veränderte Raumkonzepte, die auch berücksichtigt werden müssen. Welche Chancen? Ja, eine gute Grafik habe ich dann noch gefunden. Mögliche Aspekte mittels Hygienekonzept berücksichtigt werden sollten. Also wie funktioniert dann die Gastronomie, wenn sie geöffnet sein darf? Welche Raumbelegungen und Zutrittskontrollen? Ein unabhängiger ID-Zugriff aufs gesamte Netzwerk, wenn man wirklich von zu Hause wieder arbeiten muss. Die Hygiene am Arbeitsplatz und den Waschräumen sicherzustellen. Die Abtrennungen, Hinweisschilder und natürlich für ganz große Firmen ist das natürlich eine Herausforderung. Haben sich auch einige die Chance ergriffen, Chancen fürs Facility Management und Eröffnung neuer Beratungssparten natürlich. Also Wirtschaftungskonzept, Schwankungen, Auslastung im Büro, das einzuteilen und ich habe von einigen Kollegen gehört, die dann ein Rädchen hatten. Manche Kollegen konnten in den ersten 3 Tagen, andere in den 2. Tage wurden A und B eingeteilt. Also da gab es einige Konzepte. Kompensiert genau mit den temporären Arbeitsplätzen und Leerstand zu vermeiden, auch Coworking Spaces, Entwicklung von neuen Desinfektionsmöglichkeiten, unter anderem Vernebelung und viele, viele Chancen, die sich da auch ergeben haben. Natürlich waren nicht alle Immobilienbereiche von den Schließungen der Pandemie gleichermaßen betroffen und so mussten, also wie wir wissen, Kultureinrichtungen, Gastronomie, große Hallen ganz geschlossen werden, aber systemrelevante Einrichtungen haben natürlich die Herausforderungen gehabt, also bei Krankenhäusern, Arztpraxen, Lebensmittel, Logistik etc. Wie kann man in so kurzer Zeit strengen Vorkehrungen umsetzen und eine Funktionalität und Sicherheit und die baulichen technischen Anlagen sicherstellen? Also man hat sich auch viele Chancen natürlich im Bereich Facility Management ergeben. Ein anderes interessantes Thema, das ich aus dem Nachrichtenforum herausgelesen habe, das mich auch beschäftigt hat und natürlich absolut in Zukunft noch immer interessanter wird, ist Digitalisierung im Facility Management und Building Information Modeling. Durch Corona bedingt hat das sicher auch nochmal dazu beigetragen, dass die Digitalisierung vorangeschritten ist und bietet natürlich viel Potenzial im Facility Management auch. Zustandsüberwachung, Instandhaltung, Service-Robotik, um ein paar Sachen zu nennen, und Kontakte zu vermeiden, Funktionen nachzufolgen, eigene Systeme, natürlich auch im Gastronomiebereich, aber auch im
normalen Bürobereich. Fernwartung und Überwachung und Dokumentation natürlich auch alles digital. Und obwohl viele Technologien natürlich schon seit einigen Jahren bekannt sind, so wie zum Beispiel beim BIM, werden sie immer weiter ausgereift. Man erkannt, dass natürlich der Einfluss von Facility Management auch gleich bei der Planung am Beginn, wenn man einen Facility Manager hinzuzieht, natürlich von Vorteil ist für das gesamte Projekt. Und was ist noch ein weiterer Vorteil? Die Kontrolle, die digitale Techniker, wenn sie selbst zur Inspektion müssen, etc. Ein bisschen jetzt zum BIM, Building Information Modeling. Ich habe für euch eine Zusammenfassung der unterschiedlichen Dimensionen vorbereitet. Man geht ja davon aus, vom 3D-Modell, also vom biometrischen Objekt, das erstellt wird, dass dort alle Daten eingespeist werden, die relevant sind. Also nicht nur vom 2D ausgehend, sondern Planunterlage, 3D-Objekt, immer erweitert um folgende Dimensionen. 4D ist dann sind die Termine, 5D die Kosten, 6D Nachhaltigkeitsaspekte und 7 Lebenszykluskosten. Ganz ein wichtiger Punkt, ich habe es auch noch in einer schönen Grafik gefunden, um euch das zu zeigen, Lifecycle Costs und natürlich für den Bestand ganz wichtig, die Vorteile des BIM fürs Facility Management. Wie man weiß, ca. 70% der Gebäudekosten entstehen dann in der Nutzungsphase, also nicht bei der Errichtung. Das halten sich immer viel zu wenige vor Augen und es ist sehr wichtig, das schon am Anfang zu berücksichtigen. Die Automatisierung des Gebäudemanagements führt dazu wirklich zu Effizienzgewinnen und kann durch BIM wirklich einen großen Mehrwert bieten. Mehrwert wäre zum Beispiel auch von Einsatz beim BIM, wenn man diese Daten nachher zur Verfügung gestellt bekommt und sie in das eigene Programm, in CAFM-Programm einlesen kann, dass man Band, Quadratmeter, Anzahl Flächen sehr leicht auslesen kann, zum Beispiel wenn ausgemalt werden muss oder Türen, Materiallisten gleich erstellt werden können oder Typ der Heizungsanlage. Also wenn es wirklich alles korrekt eingespeist ist in dem Modell, ist es natürlich von Vorteil nachher auch für den Facility Manager. Also sehr, sehr viel Potenzial. Als nächstes Thema habe ich für euch, habe ich gelesen im Nachrichtenforum, dass Abkürzungen in den Folien immer wieder vorkommen. Ich habe ein paar wichtige jetzt für euch rausgenommen. Ihr werdet jetzt die meisten schon alle kennen. WEG, das Wohnungseigentumsgesetz, sehr wichtig, nicht zu verwechseln mit dem WGG, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Dann ganz wichtig das Mietrechtsgesetz, MRG, Teilanwendung, Vollanwendung. Dann EVB, Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag. EZ-Einlagezahl im Grundbuch, EGG, Eigentümergemeinschaft und Konsumentenschutzgesetz. Die meisten sind eh schon wahrscheinlich bekannt, aber ich habe einfach mal die wichtigsten für euch zusammengestellt. Abschließend habe ich ein paar Praxisbeispiele aus der Hausverwaltung für euch, weil Praxisbeispiele finde ich immer lehrreichsten und interessantesten sind und ich auf eure Meinung schon sehr gespannt bin. Ich werde euch dann das Praxisbeispiel auch als Posting nachher noch hochladen und da können wir gerne, bin ich auf eure Kommentare gespannt. Also was tun, wenn ein Mieter einen Schaden in einer Wohnung verursacht hat aus Sicht des Hausverwalters? Ein konkretes Fallbeispiel in einer frisch renovierten Altbauwohnung, das dem Vollanwendungsbereich des MRGs unterliegt, wurde, ein falscher Blumentopf gewählt, der leider wasserdurchlässig ist und beim Gießen den Parkettboden ziemlich beschädigt hat. Der Parkett ist ein neu verlegter Fischgrätparkett und der Schaden wurde vom Mieter gemeldet und auch gleich gefragt, ob die Gebäudeversicherung des Besitzers den Schaden übernimmt. Ich zeige euch gleich mal Fotos von vorher, wie die Wohnung vorher, der Parkett, alles neu. Und nachher, wie ihr seht, der Tontopf hat einige Spuren hinterlassen und einen Wasserschaden.
Was würdet ihr tun? Oder was würde es aus Sicht des Hausverwalters tun? Wer muss den Schaden bezahlen? Die Versicherung des Mieters, die Versicherung des Eigentümers? Und wie ist das Vorgehen als Verwalter? Ich bin schon sehr gespannt auf eure Diskussionsrunde und freue mich auch fürs nächste Q&A-Video, wenn ihr vorab... Wenn ich euch einlade, dann freue ich mich auf eure Fragen und könnt mir gerne Fallbeispiele oder Themen, die euch interessieren oder etwas, was noch nicht beantwortet wurde, gerne posten und dann freue ich mich auf das zweite Video und wünsche euch einen schönen Sommer.